Und das wiederum ist sozusagen so ein absoluter Killer. Ja, weil die meisten dann halt blockieren und sagen, oh nee, ich kann ja nur so auf Hassliebe schalten. Ja, ich liebe dich, aber ich hasse dich auch gleichzeitig für den Anspruch, den du unausgesprochen an mich hast. Oder ausgesprochen, je nachdem. Ja? Genau, und da kommt halt dieses Phänomen mit dieses Ehe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist Conny Arnold. Sie ist die Expertin fürs Coaching. Sie ist seit 40 Jahren mit Stefan verheiratet und gemeinsam haben sie 6 Kinder. Sie haben schon unzähligen Paaren helfen können. Conny und Stefan haben das Herz im richtigen Fleck und reißen jeden mit ihrer Begeisterung mit ihrem Elan und Engagement. Sie leiten mit Humor und Tiefgang und haben immer ein offenes Ohr. Sie fordern gern liebevoll heraus und sie können es auch mal so richtig krachen lassen. Connys Lieblingsbeschäftigung ist es, Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Und nun wünsche ich dir ganz viel Erkenntnis und ganz viel Spaß mit dieser Episode. Beziehungshelden. Hier wirst du zum Beziehungsheld. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Beziehungshelden. Und ich begrüße dich ganz herzlich, du Beziehungsheld, liebe Zuhörer. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe die Conny Arnold hier bei mir zu Gast. Hallo Conny. Hallo. Und ich freue mich riesig über das Gespräch schon, weil du hast ein echt cooles Thema mitgebracht, was du so im Herzen bewegst. Worum geht's, Conny? Ja, das Thema lautet, ist die Ehe wirklich Arbeit, Arbeit, Arbeit? Oder verbirgt sich da ein Geheimnis dahinter, was vielleicht doch ein bisschen anders ist? Absolut. Ich kenne das auch, oder wir, Marius und ich, kennen das auch und so oft gehört. Und bevor wir da tiefer einsteigen, Conny, was müssen unsere Zuhörer über dich wissen? Stell dich doch einmal kurz vor. Ich wohne in Thüringen, da mit meinem Mann Stefan. Wir haben zusammen 6 Kinder und sind seit 40 Jahren verheiratet. Wow. Crazy. Und seit 10 Jahren leiten wir noch einem Leitungsteam zusammen die Arbeit von Team F. Neues Leben für Familien hat es angefangen und mittlerweile machen wir sozusagen ganz viel Singlearbeit. Oh, spannend. Ja. Oh, dann müssen wir auch noch mal auf Ja. jeden Fall einen Talk anvisieren, ja. Was ist deine größte Vision, Conny? Also, ich würde es nicht, ich bin nicht so ein totaler Visionär, bin ich nicht so. Ich bin eher so ein Typ, der Stück für Stück arbeitet. Und meine Lieblingsbeschäftigung ist, Menschen zum Leben zu erwecken. Wow. So ein bisschen Wiederbelebungsmaßnahmen. Das ist Ja. so meine Okay. Vision. Ja. Und eine Frage hätte ich noch. Was motiviert dich bei dem, was du da tust? Wenn so kleine, wie soll ich sagen, Freudenstrahlen die Menschen treffen, wenn sie merken, hey, da kann ich an meine Ressourcen ran und es macht mir Spaß, Dinge umzusetzen, dann das motiviert mich. Ich habe keine Lust, irgendwelche Vorträge nur zu halten oder irgendwas, wo die Leute zwar angerührt sind, aber wo sie das nicht umsetzen können. Ja, dann ich merke auch, das sprüht in dir und es pummert. Deshalb, ich möchte da jetzt mal direkt ins Thema einsteigen. Ehe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oh ja, oh ja. Ja, lass uns Sehr mal da so rein, spannend. genau, ja. Ja, also ein Sketch von Habe Kerkeling, der hat sich bei mir ins Hirn eingeschliffen. Und zwar, da verkleidet er sich auch als Frau und dann stellt er sich vorne auf die Bühne und sagt so mit holländischem Akzent, das Ehe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das hat sowas, wow, nein, das ist es eben gerade nicht in mir hervorgebracht. Und natürlich ist es so, dass Ehe sozusagen eine Herausforderung ist an uns, sie zu gestalten. Denn man weiß ja und spürt es ja, dass wenn man sie nicht gestaltet oder wenig gestaltet, sie von alleine schlechter wird. Das ist Also so. wenn ich nichts tue, wird es von alleine schlechter. Ja, genau. Von alleine wird es auf jeden Fall schlechter. Im schlimmsten Fall. Ja, also es ist zumindest, es verbessert sich nicht von alleine, sagen wir es mal so.
Ja, okay. Ja? Und das ist natürlich, man könnte jetzt im Rückschluss denken, ja, dann ist es ja Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also ich muss mich dann anstrengen. Aber sobald du oder wir diesen Anspruch anmelden, sozusagen, ey, tu was, mach was und so, und vielleicht den anderen damit sozusagen ein Stück auffordern wollen, haben wir das Problem, dass es eine Ambivalenz hervorbringt. Der andere wird sich herausgefordert fühlen, in den Widerstand zu gehen und zu sagen, oh nee, jetzt habe ich gar keine Lust dazu zu arbeiten. Warum denn auch? Was willst denn du von mir? Und wenn ich jetzt arbeite, dann willst du vielleicht noch mehr. Und gerade bei Männern ist ja dieses Phänomen, die haben oft so eine, im Hintergrund so eine Vorstellung, dass Frauen sie auffressen, wenn sie ihnen den kleinen Finger geben. Die ja immer so emotional sind und wer weiß, dann überfluten die mich mit ihren Emotionen und so. Das stimmt. Das kennen wir auch und aus ganz vielen Gesprächen. Da muss ich dir recht geben, Ja, ja. ja, Dass ja. Männer da tendenziell überfordert sind. Na, es gibt auch Männer, die können das gut aushalten, klar. Ja. Ja, und ich berate ja oft Paare und ich merke dann, wie sie vor mir sitzen, die Männer, und wie die dann denken, oh, hoffentlich macht die jetzt nicht noch mehr Druck drauf. Hoffentlich nicht. Ja. Und das ist immer meine Freude, sie da ein bisschen zu entlasten. Also ich muss jetzt gerade an einen Fall denken, den ich hatte vor kurzem. Da war auch eine Frau, die saß da auf meinem Sofa und sagte so, ja, ich will, dass er mich mal überrascht und dass er mir mal was macht, was ich gar nicht erwarte und dass er mich einfach mal richtig ja, liebt und woran erkenne ich denn das und so. Warum tut er eigentlich nichts für mich? Und der Mann, oh, Hilfe, ja, Hilfe, was will sie denn von mir? Ich mache doch schon alles. Ich gehe doch arbeiten, arbeiten, arbeiten und mach doch schon so viel und versuch's doch schon. Ja, lass mich doch einfach in Ruhe, ja? Nicht so viel verlangen. Genau, und das führt genau zu diesem Problem, dass halt dann so eine gewisse Starre eintritt. Und in Corona-Zeiten hatte ich auch ein paar, da hat die Frau das auch so von ihm verlangt. Die waren am Computer, also sozusagen über Zoom zugeschaltet. Und dann sind wir die einzelnen Bereiche durchgegangen. Also arbeiten muss man ja tatsächlich, ja? Also die Arbeit an sich ist ein Muss, haben wir festgestellt. Sport, sagt sie, ja, bei Sport, da kümmerst du dich doch auch um dich. Das ist doch dann ein Bedürfnis, also das machst du doch dann einfach. Und er sagt er, ja, das mache ich wirklich, das mache ich, weil ich es für mich mache. Und die Kinder machst du doch auch. Ja, klar, da haben wir rausgefunden, das ist eine Aufgabe, die macht auch ja irgendwie jeder so halbwegs, ja, was eine Aufgabe ist. Und die Ehe, was ist die Ehe? Und da haben wir so gestoppt und da habe ich gesagt, die Ehe ist euer Vergnügen. Wow, und dann hat er so, auf einmal ist er näher an sie rangerückt, ja? Und dieses Anforderungsprofil fiel ab. Und ich sage, Mensch, was ist denn jetzt passiert? Dann knutscht er sie so ab an der Kamera und so. Und sagt, das hättet ihr euch bei mir auf der Couch sicher nicht getraut hier. Und er rückt immer näher an sie ran. Ja, Vergnügen, das gefällt mir, das gefällt mir. Und ich habe die fast nicht mehr auseinandergekriegt. Ziel erreicht. Also Ja, schön. also Ja. das Phänomen, was da eingetreten war, ist, wir haben das umdeklariert, ja, wir haben es von dieser Arbeit raus umdeklariert in Vergnügen. Es ist ein persönliches Vergnügen, ja. Es gibt ja auch so eine Bibelstelle, ne? Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil am Leben. Ja, wunderschön, ja. Ja, und da kommst du aber nicht hin, wenn du es als Arbeit deklarierst. Kannst du, das Genau, funktioniert also nicht. der Begriff ist wirklich so belegt in unserem Hirn, ne? Weil wir es auch so oft gesagt bekommen von Paaren, von unserem Umfeld, die das genauso mit dieser Schwere erlebt haben. Ja, genau so ist das. Und dieses, also praktisch um den Druck und diesen Anspruch rauszunehmen, hilft es eigentlich in der Regel, wenn ein Blickwechsel oder eine Blickrichtungswechsel stattfinden kann, ja? Dass man wirklich sehen kann, hey, wie hat es denn angefangen? Hat es denn mit Druck angefangen? Hat es denn
mit Arbeit angefangen. Nein, es hat ja nicht mit Arbeit angefangen, bei keinem von uns. Sondern es war ja wirklich ein, wie soll ich sagen, ein inspiriert werden, eine Freude, ein bestimmtes Kribbeln, eine Übereinstimmung, ja. Damit hat es angefangen, ne? Und wir hatten noch Angst, den anderen zu verlieren, ja. Ups. Wir hatten noch Angst, den anderen zu verlieren oder ihn sozusagen nicht so beeindrucken zu können, dass er sich freut. Genau das Gegenteil ist jetzt bei diesem Arbeitsmodus eingetreten. Ja, das stimmt. Ja. Na? Ja, und wir waren, also die meisten auf jeden Fall, die waren verliebt und jeder kann damit was anfangen. Ne? Ja. Und das findest du, ist so der erste Schritt, sich einfach daran zurückzuerinnern, hey, das war mal leicht und es war wirklich ein Vergnügen. Ja, da liegen auf jeden Fall ganz viele Ressourcen. Und ich sage sogar so, eigentlich müssen wir in eine Teenager-Perspektive zurück. Okay. Ja, also als Teenager, da nimmst du das sozusagen eher als lustige Beschäftigung oder als Möglichkeit, dich zu vergnügen. Ja, 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 okay. Und um wieder an solche Gefühle anknüpfen zu können, brauchen wir es eigentlich wieder in diese Teenager-Perspektive reinzugehen und vielleicht mal irgendwas Unkonventionelles zu machen, ja? Was uns einfach Spaß macht. Wie war es denn, ja? Was weiß ich, sich gegenseitig zu fangen oder gegenseitig irgendwie anzuspornen, miteinander in irgendein Spiel zu machen oder sich zu foppen. Also was wir auch oft gemacht haben, zum Beispiel, was weiß ich, wir haben Spiele für uns umdeklariert. Zum Beispiel das profane Spiel Halma. Ja, wir haben, wer gewonnen hat, musste ein Kleidungsstück abgeben. Wenn wir das zusammen gespielt haben. Das ist einfach lustig, wenn der eine dann nur noch so da sitzt, dass er nichts mehr anhat. Ja, und das ist im Grunde genommen so eine so eine zündende Idee. Ja? Ja, ich muss da noch mal ganz kurz rein. Also, das heißt, es besteht wirklich so eine Differenz. Also irgendwas ist ja passiert. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verliebt und es war einfach nur schön. Und jetzt sitzen wir hier und denken, shit, also es fühlt sich schwer an. Und da ist ja irgendwas passiert. Und das hört sich jetzt wirklich so an, aus der Vergangenheit oder oder auch das Umfeld, das uns prägt, dass uns irgendwas oder irgendwer redet uns ein, junge Frau, junger Mann, du musst erwachsen werden. Ja, jetzt aber ernst. Jetzt hört aber der Spaß auf. Jetzt tritt der Ernst des Lebens ein und jetzt werd mal erwachsen und bleib mal ernst. Und dieses Wort Verantwortung, du bist jetzt erwachsen. Und ein Schlüssel wäre jetzt sozusagen wirklich praktisch, nee, Widerstand. Also wenn du da einen Widerstand spürst, also zu diesen Erwachsenwerden, dann ist das richtig, das ist gut. Ja. Weil es im Grunde genommen ja auch, ich meine, wir hatten 6 Kinder, ja, wir mussten uns immer was einfallen lassen. Das haben wir wirklich durchbuchstabiert. Wir konnten nicht unsere Ehe einfach irgendwie über Wasser halten. Wir mussten uns irgendwas einfallen lassen, was Verrücktes, was Unkonventionelles, was uns geholfen hat, die Zweisamkeit sozusagen weiterzuleben, trotz der vielen Kinder, sag ich jetzt mal. Und da haben wir uns ganz oft irgendwelche Dinge einfallen lassen. Also man kann zum Beispiel, was weiß ich, einen Topf auch dafür benutzen, dass man ihn auf den Kopf setzt und in der Küche tanzt. Ja. Das geht. Ja. Oder mal was verboten zu machen, was weiß ich, beim Nachbarn ein paar Kirschen klauen oder irgendetwas. Was einem aber nicht immer das Gefühl gibt, oh, es ist ja alles so anstrengend und so, ach und nee, und ich will das eigentlich gar nicht mehr. Ja, weißt du, was mir dazu einfällt? Ich liebe das immer noch, wenn es so warm ist, so jetzt ist es gerade kalt im Sommer hier irgendwie, 15 Grad im Juni, als wenn es so richtig schön warm ist, mit einem Motorroller oder mit einem Roller zu zweit im irgendwie Kleidchen, T-Shirt einfach sinnlos durch die Gegend zu fahren. Ja, zum Beispiel ist es auch sowas, ja, das befreit. Es ist dieses Teenager-Gefühl wieder, ne? Dieses, wir sind jetzt nicht zwei alte, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, zwei so alte Knochen, sag ich jetzt mal, die sich nicht mehr viel zu sagen haben und jetzt nebeneinander sitzen. Was machen wir denn jetzt? Genau, da will ja keiner hin. Und dafür muss man wirklich wissen, dass zum Beispiel wirklich gegen Bitterkeit, gegen Verbitterung und Einfrostgefühle, sag ich mal, hilft nur Humor.
nur durch Humor und durch Leichtigkeit, durch das Empfinden von, ich nehme mich selber jetzt nicht mehr so ernst und den anderen auch nicht, nur dadurch kann Härte und Druck abgebaut werden in der Beziehung. Der andere wird gute Gründe haben, warum er jetzt vielleicht böse oder sonst was ist. Aber um aus der Schiene rauszukommen, brauchen wir zündende Ideen, irgendwas Verrücktes. Zum Beispiel haben wir Freunde, die sind echt verrückt. Da macht der Mann ab und zu schon mal so einen Witz, indem er sich totstellt. Oh nein. In der Badewanne zum Beispiel. Okay. Aber sie weiß es, ja. Sie weiß es, sie wartet schon drauf, dass er wieder irgendeinen Blödsinn macht. Und dann lachen die natürlich auch darüber. Der fällt aus dem Schrank raus, ja, so als Toter. Oder liegt so halbtot in der Badewanne. Und dann ist das auch mal in der Sauna passiert. Da ist ihm aber allerdings wirklich schlecht geworden. Und dann hat sie zu ihm gesagt, hey, das kannst du doch jetzt nicht bringen. Und dann ist sie wirklich schlecht gewesen. Aber das sind halt Sachen, die diese quasi als Aufmunterung, als Belustigung für sich entdeckt haben. Ne? Und da reden die natürlich auch gerne drüber. Und ja, bei uns ist es eher sowas wie, wir spielen gerne gegeneinander irgendwelche Spiele oder Bewegungssachen, Tischtennis spielen. Und wir sind da ungefähr auf einer Höhe, dann betteln wir und dann lachen wir gegenseitig, wenn der andere einem was reindrückt oder einen Punkt macht oder so. Das ist zum Beispiel was, was uns Spaß macht, so Wettkämpfe, ja, gegeneinander. Oder eben, wie gesagt, mal mit einer Flasche Wein irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, mitten im Ort, sich auf eine Bank setzen und dann lachen. Gell? Und die Leute beobachten, wie sie aus dem Fenster gucken. Das finden wir halt auch lustig. Zum Beispiel, ja. Oder, ja, eben, wie gesagt, was rumtanzen, irgendeinen bestimmten behinderten Tanz zusammen machen, irgendwas Verrücktes, wo wir dann einfach so einen Hopser reinbauen, wo dann einfach lachen können. Ja, genau. Palma spielen mit Dingen, sowas. Verstecken spielen. Ja, und auch einfach mal das Fotoalbum rauskramen, um da anzudocken und sagen, meine Güte, ey, lass uns doch mal die Mode von damals oder wie wir getanzt haben oder irgendwelche Videos, die es noch gibt. Ja. Also wir haben zum Beispiel auch den aus, ich weiß nicht, welcher Film das ist, aus einem Film einen Satz, was liebtest du an uns? Die Art, wie wir tanzten. Ich komme jetzt nicht. Becca Vance ist das, glaube ich. Genau, Becca Vance. Und dann, wenn wir das uns sagen, ne, dann tanzen wir einfach in der Küche. So, das sind so Anknüpfer. Ja, was liebst du an uns? Die Art, wie wir tanzten. Oder irgendwelche Dinge, die sozusagen ein Gefühl vermitteln von, wir haben unsere eigene Kultur, wir haben unsere eigene Freiheit gefunden. Unsere ganz spezielle eigene Freiheit entwickelt. Ja, und dann auch diesen Impuls auch nachzugeben, ne? Manchmal hat man ja so eine Idee und dann denkt man, ah nee, das ist zu crazy, das ist verrückt. Oder man wartet auf irgendetwas, anstatt es direkt umzusetzen. Und das können ja wirklich so Kleinigkeiten sein. Ich sehe immer wieder mal auch Videos, was weiß ich, bei YouTube oder Instagram, diese Reels, ne, wo wirklich Paare sich gegenseitig mal in die Pfanne hauen. Und dann ist es mal wirklich auch so ein Teenager-mäßig ein Klaps auf dem Hintern. Ne? Ohne, ne? Sondern wirklich, hey, ja, es ist lustig und es ist unsere Freiheit. Ja. Also mir hat auch ein Beispiel von einem alten Ehepaar, Bob und Alberta, da gab es ein Buch, die haben sozusagen ohne Gepäck sich in ein Hotel eingecheckt für einen Tag oder für ein Wochenende oder sowas. Also die waren so unkonventionell und ihre Kinder haben gesagt, die sind jetzt schon über 80, die turteln aber immer noch umher. Und die haben also sozusagen immer auf diese Eltern geschaut, die so verrückt waren. Die so Tolles total Freund. Irgendwie, ja. Der Portier im Hotel hat dann immer so, wo ist ihr Gepäck? Ja, sie haben kein Gepäck. Sie brauchen kein Gepäck. So, also so ein schönes Bild, ja. Es gibt ja auch Stunden, also Hotels, wo man auch nur stundenweise einchecken kann. Ja, ne? Ja. Genau. Und das haben die einfach gemacht, um einfach witzig und lustige Zeiten zu verbringen. Ich habe noch ein Beispiel im Kopf, das werde ich gerade nicht los. Wir haben das noch nicht gemacht, weil unsere Sicherheiten einfach zu groß sind, das Bedürfnis nach Sicherheit. Pass auf, es gibt ein Paar, ich komme jetzt nicht auf den Namen, vielleicht fällt es mir später ein, die packen ihre Koffer, Sommer wie Winter, egal, für beides. Dann fahren die zum Flughafen und nehmen und machen irgendwas aus, wir nehmen den achten Flug von oben.
den fünften, den Ja, dritten und dann geht's los. krass. Richtig, ja, crazy. Ja, total Ja. schön, ne? Ja, und das ist ja eben diese Leichtigkeit. Das ist ja eben dieses Gefühl von, wir haben eine eigene Kultur, wir können alles miteinander machen. Und das ist halt, das motiviert halt auch zu mehr. Mehr desselben, ja? Ja. Also sonst hast du immer mehr desselben Ärgers und jetzt hast du dann immer mehr derselben Leichtigkeit und das kannst du genauso in diese Richtung entwickeln, ja? Total, total schön. Und so viele Ideen jetzt auch Ja. dabei gewesen. Also, liebe Hörer, wenn nichts dabei war. Und vielleicht hast du, ihr Beziehungshelden, vielleicht habt ihr schon mal so eine Idee gehabt oder ganz viele Ideen im Kopf oder schon mal was umgesetzt, dann bitte schreibt uns das total gerne an die E-Mail-Adresse podcast@teamf.de oder bei Instagram, Facebook, an mich, an Conny. Genau, schreibt uns Ideen, wir sammeln und wir hauen sie hier auch gerne nochmal Ja. raus. Conny, was ist dir sonst noch wichtig mitzugeben? Also ich finde eben, dass Zeit zu zweit keine Last sein darf, sondern eher so eine Art Möglichkeit, die Dinge umzugestalten. Und das würde ich einfach mitgeben. Wag dir es auch, oder wenn du dir noch so steif vorkommst oder noch so weit entfernt vom anderen vorkommst, versuch irgendwie ins Gespräch zu kommen, um wegzukommen von dieser Last. Genau, wir müssen Dinge verstehen, um Vertrauen zu entwickeln und dann auch selbst wirksam werden zu können und dann Sinn zu stiften. Ja, und wenn es eben für dich wichtig wird, einen neuen Sinn zu stiften für eure Ehe oder eine neue Selbstwirksamkeit zu entwickeln, dann versuch das andersrum zu verstehen. Dass du neues Vertrauen fassen kannst ins Leben und in deine Ehe, in deine Beziehung, dass das nicht nur Arbeit ist und nicht nur schwer ist. Weil ja, jeder ist ja seines Glückes Schmied und probiert's aus. Es funktioniert wirklich. Einfach auch ins kalte Wasser mal zu springen, ne? Hast du oder fallen uns noch Tipps ein bei dir vielleicht bei der Auswahl von Seminaren, Bücher, Also was ich Netzwerke? ganz toll finde, ist ein romantisches Wochenende, wo man wirklich auch mal so runterkommt. Wo man wirklich mal in dieses Teenager-Sein nochmal wieder reinkommen kann und gucken kann, hey, was springt denn da an? Wie fühle ich mich denn dir gegenüber? Und so, wo man sich wirklich mal intensiv damit auseinandersetzen kann. Das finde ich ganz toll. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da freut man sich auch wirklich Sehr mal wieder einen schön. Liebesbrief und da kann man mal wirklich mal so reinschreiben, hey, wie geht's mir denn eigentlich und so. Das ist cool. Man muss auch manches betrauern, was man Ja. vielleicht übersehen hat, aber man kann neue Wege einschlagen und das finde ich halt gut. Ja, da war schon so viel mit dabei. Ich arbeite schon an einer neuen Idee. Was könnte ich gerade für meinen Mann? Wie könnte ich den mal wieder heute Ja. überraschen? Genau, das ist das richtige Wort. Das, ja, genau, Überraschung. Also es Sehr, geht sehr wirklich darum, schön. die Angst voreinander zu verlieren und immer wieder neu anzufangen. Das ist das Allerwichtigste, die Angst zu verlieren vom anderen, vor den Erwartungen des anderen. Ich glaube, wir könnten echt noch hier ein paar Stunden sitzen und darüber so. Uns würde auch noch ein paar Ideen einfallen und Geschichte. Und würde mich freuen, wenn ich dich bald wieder begrüßen könnte, vielleicht mit Stefan auch zusammen. Meine letzte Frage für dich, die ich wirklich jeden meiner Gäste stelle, ist: Was ist für dich ein Beziehungsheld? Ein Beziehungsheld ist für mich jemand, der nicht aufgibt. Der nicht aufgibt, der versucht sozusagen verschiedene Blickwinkel zu installieren, um sich auch mal rauszubegeben aus seinem engen Kasten. Bist du eine? Ich denke ja, in der Weise schon, weil ich mich damit nicht zufrieden gebe, weil ich immer wieder versuche, irgendwie Wege zu finden. Denke ich schon, dass ich in gewisser Weise da auch ein Beziehungsheld bin. Ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen, aber ich glaube schon. Ja, doch, in der Weise. Dann, wie ich es gerade beschrieben Ja. habe. Ich versuche mich damit nicht zufrieden zu geben, mit dem, was öde und bierernst ist. Also auf mich wirkst du wie ein absoluter Held. Absolut. Vielen Dank, Conny, für dieses bezaubernde Gespräch. Ich bin hoch motiviert. Wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute, einen wunderschönen Tag noch und bis zum Ja, nächsten ciao, Mal. hat mir viel Spaß gemacht. Tschüssi. Und hier kommt nochmal kurz und knackig die Zusammenfassung. Also es geht darum, wenn sich deine Beziehung mal wirklich starr und schwer anfühlt, was auch irgendwie durchaus fast
vielleicht normal sein kann, dann hast du hier folgende Tipps nochmal in der Zusammenfassung. Verändere deinen Blick. Ehe ist ab jetzt nicht mehr Arbeit, sondern Ehe heißt Vergnügen. Und weil Worte viel verändern. In der Bibel steht, genieße deine Frau, die du jung geheiratet hast. Also Ehe als Genuss. Und schau doch mal zurück, wie war das am Anfang, als ihr verliebt wart? Das war wunderschön, viele positive, tolle Gefühle und man hat auch die ein oder andere verrückte Sache gemacht. Das heißt, so eine Teenager-Perspektive anzunehmen, die kann wirklich oftmals Erleichterung verschaffen. Werdet unkonfessionell und bereitet euch gegenseitig Vergnügen. Humor ist eine unschlagbare Waffe gegen Härte und Druck. Schau auf dein Umfeld, umgib dich mit Personen, die humorvoll sind. Spielt, bewegt euch, veralbert euch, macht Wettkämpfe miteinander. Kurz und zusammengefasst auf den Punkt gebracht, legt das Erwachsenensein ab und zu mal ab und gebt euren Impulsen einfach nach und habt Spaß miteinander. Nächste Woche wird es spannend, denn es geht um unsere Zukunft. Ich habe Andrea und den Thomas Schneider zu Gast und wir unterhalten uns über Ziele in einer Partnerschaft. Also sei unbedingt dabei. Und hier der Familienimpuls der Woche. Hi, hier ist Tabea Lunghammer und ich habe einen Familienimpuls für euch. Wenn möglich, bitte wenden. Also ich höre diese Stimme aus meinem Navi immer wieder. Und vor einiger Zeit bin ich da gedanklich ein bisschen dran hängen geblieben, weil ist ja klar, das Navi sagt nur wenden, wenn wir das Ziel schneller dadurch erreichen. Und irgendwie kam ich drauf, dass seit es Jesus auf dieser Welt gibt, wir eigentlich immer die Möglichkeit zum Wenden haben. Wir müssen uns gar nicht mehr abrackern, um die beste Version von uns selber zu werden, weil Jesus, der liebt uns, wie wir sind. Er kann uns zeigen, wie wir das Potenzial entfalten, das in uns reingelegt wurde. Ich merke, gerade im Bereich von der Erziehung, ich schmeiß immer wieder an so Wendepunkten. Und um dahin zu kommen, ist ja der erste Schritt, wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Wir müssen das Ziel kennen, um dann zu wissen, hey, in welche Richtung müssen wir uns überhaupt drehen und wenden, um da zu landen. Zum Beispiel, ein Ziel könnte sein, ich möchte freundlich mit meinen Kindern reden. So Wendepunkte kann man dann mit 4 Schritten eigentlich einleiten. Ich sage jetzt einfach mal in Analogie zum Autofahren mit Navi, wenden in 4 Zügen. Der erste Schritt, man macht unbewusst was falsch. Das heißt, wir schreien die Kinder an. Im zweiten Schritt machen wir bewusst was falsch. Wir merken, hey, so wollte ich nie mit meinen Kindern reden und da wird auch das Ziel definiert an diesem Punkt. Dann kommt der dritte Schritt. Wir machen was bewusst richtig und das muss oft passieren. Das heißt, wenn wir gerade Luft holen, um so richtig loszulegen, dann atmen wir lieber nochmal ganz tief aus, um dann anders mit den Kindern reden zu können. Und wenn wir das eben oft machen, dann landen wir beim 4. Schritt und machen es unbewusst richtig. Und da sind wir beim Wendepunkt. Und diese Wendepunkte, die können echte Gamechanger werden für uns und unsere Familien. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben. Das war's mit dieser Episode von den Beziehungshelden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, dann schreib uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wenn du wissen willst, was Team F noch zu bieten hat für Singles, Paare und Familien, dann schau gerne auf die Website www.team-f.de. Hast du einen Themenwunsch oder eine Frage an uns? Dann schick mir doch eine Nachricht. Mit dem Messenger Telegram kannst du mir eine Sprachnachricht zukommen lassen. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder mit dabei bist.